Ja, wir freuen uns sehr, dass Sie hier alle gekommen sind. Das ist für uns auch ein großes Experiment. Wir starten heute mit der Reihe dieser Barcamps und wir haben beschlossen, dass wir sie K-Camps nennen, in Anlehnung an unsere Häuserbezeichnungen K20, K21, kennen Sie alle, was ja von der Kunst abgeleitet ist. Kunst des 20. und Kunst des 21. Jahrhunderts. Also im Grunde zu den Kunstcamps laden wir Sie ein. Der Kontext des Ganzen, der Anlass des Ganzen ist eine große Ausstellung, die wir schon lange vorbereiten, nämlich zu Alexander Calder, Avantgarde in Bewegung. Und Calder, denken vielleicht manche, naja, das ist ja schon so ein bisschen abgestanden, Calder kennt man so aus seiner Kindheit, die Mobiles und Stabiles, aber wir sind da der Meinung, dass Calder ein unglaublich brisantes Thema ist und dass er eben auch mit den Formen, die er unternommen hat, sich um Bewegung zu erkunden auf vielfältige Weise und übrigens auch Klang, hat auch sehr viel mit dem Klang gearbeitet und hatte engste Verbindungen zur experimentellen Musik der 20er und 30er Jahre, dass diese Aspekte bei Calder eigentlich noch nie so richtig untersucht worden sind und dass er damit unheimlich brisant ist in seinem Ansatz und eigentlich total wichtig für unsere Zeit und unsere Gegenwart. Und der Grundgedanke ist, dass wir auch aus dem Stoff, aus dem historischen Stoff, aus der Beschäftigung mit Alexander Calder sozusagen Ideen, Material erzeugen, Ansätze erzeugen, die wir übertragen können auf interdisziplinäre Ansätze der Gegenwart. Und in diesem sozusagen Spannungsfeld von Kunst, Technologie und Gesellschaft, dem sich auch Calder bewegt hat, nochmal Impulse bekommen, gewinnen, auch für unser eigenes Denken in unserer Zeit. Und ja, deshalb kann ich Sie einladen zu dem K-Camp mit dem, finde ich, tollen, auch ein bisschen rätselhaften Titel Step Up, Bewegung als Ausweg in Kunst und Gesellschaft. Ich habe dafür eine kleine Mini-Zeitreise vorbereitet, die uns ein bisschen vielleicht vor Augen führt, warum es wichtig ist, dass oder auch spannend sein kann, warum es unterhaltsam sein kann, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen, mit denen wir uns jetzt hier auseinandersetzen wollen. Und das möchte ich anhand einer Technologie machen, die wahrscheinlich heute jeder in der Hosentasche hier dabei hat, nämlich irgendwelche Form von Speichermedien. Und das ist eine Festplatte, 1 Megabyte, Kostenfaktor 10 Millionen Mark, einige wenige Jahrzehnte her. Ein paar Jahre weiter sehen wir 2 Speichermedien, einmal das Offensichtliche, das Große. Das ist auch eine Festplatte. Auch eine Festplatte. Wir sind hier schon bei einigen Megabyte. Da 1 Gigabyte. Und das hier war vor ungefähr einer Dekade so ziemlich das Abgefahrenste, was zu kaufen war. Und man darf nicht vergessen, von Megabyte zu Gigabyte, das ist eine richtig große Größenordnung. Ja? Das ist der Faktor 1000. Ja? Und jetzt eine Dekade weiter sind wir hier. Für 80 Dollar auf dem Grabbeltisch gibt es 1 Terabyte USB-Sticks. Da können Sie alle Kunst der Welt drauf speichern. Den ersten Parameter, den bezeichne ich mal als das Universum überhaupt, und das ist also die räumliche Ausdehnung bis an die Grenzen, die bekannten Grenzen des Universums, das ist 9 mal 10 hoch 28 Meter, ist viel oder viel mal viel, sehr viel. Die erste Zehnerpotenz. Bisher haben wir es geschafft, bis ungefähr 10 hoch 12 rumzukrabbeln, 7 mal auf Mond, 21 Leute oben hingebracht und ansonsten bei uns hier im Sonnensystem fliegt ein Haufen Blechapparatur rum und Satelliten und man versucht halt zu erforschen. Die Mühe, die man dafür braucht, ist enorm, energietechnisch, kapitaltechnisch, an Ideen und Technologie. Und das ist eigentlich erstaunlich, dass wir in fast 80 Jahren Raumfahrt, 70, 80 Jahren, nur bis 10 hoch 12 gekommen sind. Wenn man das nämlich vergleicht mit der anderen Dimension, in die Kleinigkeiten rein, hier Mikrowelt und so und diese Richtung, die andere Richtung, wo alles viel, viel kleiner wird. Da haben wir es geschafft, in 40, 50 Jahren viel mehr Zehnerpotenzen technologisch zu beherrschen.
10 hoch 3 Mikrometer, 10 hoch 6, das ist so der Bereich, wo Viren rumkreuchen und Bakterien und wo auch die ganze Chip-Technologie unterwegs ist, bis zu 10 hoch 9, 10 hoch 10. Ja, kommen wir zum modernster Technik. Ich habe natürlich auch einige Technikentwicklungen mitgebracht, die natürlich bei weitem nicht das aussagen, was Tim Breusen uns präsentiert hat oder gar Sigi Becker. Telefonzellen, die Älteren werden sich erinnern, die hießen nicht nur so, die sahen auch so aus. Also das ist eine Telefonzelle, gelb in Deutschland, rot in England, ein geschlossener Raum, der zu ist, wo man relativ schnell Atemnot bekommen hat, weil die waren wirklich dicht und man konnte eigentlich auch nichts hören. Und man hat im Prinzip die Informationen letztendlich so ausgetauscht, dass das auch nur an den Empfänger ging und die Mitwelt, Umwelt hatte so gar nichts davon. Ja, dann sind wir schon einen Schritt weiter. Wir befinden uns am Bahnhof in Berlin, ein großartiges Bauwerk. Und aus der Zelle ist ein halboffener Raum geworden. Also alle, die unmittelbar in der Nähe sind, können schon ein bisschen partizipieren an dem, was man da bespricht. Gerade wenn man so nebeneinander sitzt, ist so ein bisschen beim Hautarzt. Es gibt ja Hautärzte, die haben so Kabinen, die sind nur so mit Papier getrennt. Und man bekommt auch die Diagnose vom Nachbarn mit. Und dann schüttelt einem der Hautarzt ja meistens die Hand und wäscht sich dann die Hände. Das ist hochinteressant aus unterschiedlichen Bezügen. Und das hat man eigentlich bei diesen Telefonzellen auch. Also man hat so einen halboffenen Raum. Das läuft schon ganz gut in Bezug auf Transparenz. Naja, und dann hat man was ganz Tolles. Man hat diese wunderbaren Handys und diese wunderbaren Handys tragen dazu bei, dass Menschen also dauernd auf diese Handys gucken, permanent vor sich hin tippen und natürlich ist das Schönste, was man erleben kann, der Handykonsum und Austausch im Zug. Ich versuche grundsätzlich Ruhezonen im Zug zu belegen, mit dem Erfolg, dass das natürlich kein Erfolg ist. Mein Lieblingserlebnis war mit einem Mitreisenden, der permanent am Ohr war, mit seinem Handy unterwegs war und ständig mit seiner Lebensabschnittsgefährtin sprechen musste. Mit dem Hinweis, ich bin jetzt in Bremen, jetzt bin ich in Osnabrück, gleich bin ich in Münster und dann bin ich auch gleich zu Hause. Der Zug hielt weder in Bremen noch in Osnabrück noch in Münster. Der Mann war einfach im falschen Zug, war aber so vertieft und so konzentriert auf sein Handy, dass er die ganze Zeit erzählt hat, dass er wo ganz anders gewesen wäre.